Der Andrang auf die Corona-Teststraße hier unmittelbar vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion, der geht ungebrochen weiter. Und das hat natürlich nicht zuletzt mit diesem Gratistest zu tun, sondern auch mit der momentanen Urlaubssituation, allen voran Kroatien. Denn die Urlaubssperre bzw. die Reisewarnung für Kroatien war hier der Auslöser, dass die Stadt Wien hier diese Teststraße errichtet hat. Am Sonntag hat es hier begonnen. Es war ein wahrer Ansturm. Bis zu 1500 Personen sind getestet worden. Und dieser Ansturm, der geht eben jetzt weiter. Und er wird hier sehr gut gemanagt. Denn man hat hier auf diese Massen reagiert. Man hat zusätzliche Teststraßen eingerichtet. Man hat die Fußgänger, also den Walk-in-Test, räumlich getrennt von den Autofahrern, von den PKWs. Und so erreicht man im Moment eine Durchsatzquote von ca. 70 bis 80 Testungen pro Stunde. Getestet wird mit einem sogenannten Gurgeltest. Dieser Test, der geht an und für sich relativ flott vonstatten, was etwas mehr Zeit beansprucht. Das ist hier die Verwaltung. Es wird die E-Card entsprechend getestet, die Personalien aufgenommen. Und es wird natürlich auch sichergestellt, dass nur Wienerinnen und Wiener, die in Wien gemeldet sind, hier an diesem Test teilnehmen. Das ist die Voraussetzung. Keine Voraussetzung für diesen Test ist, dass man auch tatsächlich in Kroatien Urlaub gemacht hat. Im Gegenteil, man ist hier durchaus offen und es sind somit quasi alle Wienerinnen und Wiener herzlich eingeladen. Wie gesagt, der Ansturm, der geht weiter und man überlegt bis spätestens Freitag, ob man hier diese Teststraße weiter am Laufen halten will. Und das hängt wahrscheinlich jetzt nicht nur vom Ansturm ab, sondern auch von den weiteren Reisewarnungen und von der Reisesituation ganz generell.